Ich möchte gerne wissen, inwiefern es überhaupt eine Rolle spielt, dass für ostdeutsche Frauen, die 30 Jahre lang ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung hatten, jetzt fast 30 Jahre lang zugemutet wird, dieses Recht nicht mehr zu haben. Wir fühlen uns versetzt in die Steinzeit. Wir dürfen nicht nur über unseren Körper nicht mehr bestimmen, wir dürfen noch nicht mal von unseren Ärzten im Internet sachliche Informationen finden. Ich hätte gerne gewusst, wie man das ostdeutschen Wählerinnen erklärt. Wir sind 7 Millionen Frauen und ich habe das Gefühl, dass westdeutsche Männer und überhaupt westdeutsche Kultur über uns als Ostfrauen bestimmt. Es spielt offensichtlich keine Rolle, was das für uns bedeutet. Und das hätte ich an dieser Stelle einfach gerne mal gesagt. Frau Kollegin, Sie haben meinen langen